Ja, bitte. Das heißt aber dann doch auch, dass so ein Täter, wenn er gar keine Liebe oder nur ganz wenig erfahren hat von seiner Mutter, also wahrscheinlich auch im Einzelfall nicht in der Lage ist, Reue zu empfinden, oder? Ich würde mal eher annehmen, dass Reue ist so ein urmenschliches Empfinden. Also ich kenne niemanden, der noch nie Reue empfunden hätte. Mhm. Also ich würde da schon jedem Menschen auch das Potenzial zusprechen. Und es ist ja noch grundlegender, auch ein Mensch, der wenig Liebe von seiner Mutter erfahren hat, hatte eine Mutter, die ihn geboren hat. Und jeder Mensch hat, also wenn es eine Frühgeburt war, vielleicht plus 7 Monate, aber ansonsten 9, an dieser Nabelschnur gesaugt. Und diese Uhr, soll ich sagen, diese, zumindest dieser rein natürliche Teil von Liebe hat jeder von uns gehabt. Mhm. Jeder von uns ist ein Dreivierteljahr lang ernährt worden. Auf die Art. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Oh ja, jetzt machst du mal ein Fenster auf, bitte. Ich glaube, dass man in dem Zusammenhang einfach berücksichtigen muss, dass kranke Menschen gibt, so wie Rüdiger gestern erzählt hat, dass von diesen Erkenntnissen, also der Neurophysiologen, dass es also Menschen gibt, die Glück nicht empfinden können. Ich meine, das habe ich selber 3 Jahre erfahren. Gibt es einfach auch Menschen, die da tot sind, aber die sind halt krank dann. Ne? Klar, sind aber immer können, noch. Die können dann, also kann ich mir vorstellen, Reue nicht empfinden. Kann sein, wenn ja. Dieses Modul nicht angelegt ist. Eben. Was aber, glaube ich, halt selten ist. Aber sind immer noch, auch dieser Mensch mit dieser Pathologie ist immer noch ein Gotteskind, wie Tutu das formulieren würde. Und immer ist immer noch der Sohn einer Mutter. Ja, sie. Und du weißt es ganz genau, weil du kennst Zeiten in deinem Leben, sagen wir mal, des Inneren wie Abgestorbenseins. Und du weißt aber, dass da was gewesen sein muss, auch wenn du es nicht mitgekriegt hast in der Zeit, was deine Seele oder dein inneres Lebendigsein weitergetragen hat. Mhm. Weil du ja dein Herz dann wieder da war. Ja, ich meine, ich wusste, dass da was war und dass es so was gibt, ne? Und habe halt die Hoffnung gehabt, dass es wieder kommt. Exakt, das ist der Punkt. Hm.
relativ einige Sachen gesehen über Soziopathen. Und einfach um es klar zu kriegen, solange jemand diesen Schritt nicht macht, muss man aber die Gemeinschaft vor ihm schützen. Ja klar, das steht ja da auch. Das steht ja da auch von einem angemessenen Strafmaß und so weiter. Das ist ja davon unbenommen. Ja, klar. Aber das ist abhängig davon, ob während der Strafe, die ja erst einmal ausgesprochen wird und die dann verbüßt wird, weiterhin überprüft, ja, klar. Tut sich da was oder tut sich nichts. Klar, ja. Das wird da auch so gehandhabt. Mhm. Ja, das wollte ich nur klarkriegen, weil sonst hängt es in der Luft. Und ich möchte ein ganz anderes Thema ansprechen. Weil wie ich halt reingegangen bin, hab ich gemerkt, ich bin richtig zornig geworden. Und zwar einfach deshalb bin ich draufgekommen, es ist ein Schmerz da. Ich denke, es kann vielleicht sein, dass eben während ein Satz darüber schon geredet worden ist. Das Vipassana, das nicht zustande gekommen ist, muss ich sagen, ist ja ein bisschen ein Baby von mir gewesen. War einer, der die Idee gehabt hat und der das erste mit durchgeführt hat. Also das muss ich sagen, dass das nicht zustande gekommen ist, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Hm. Hat sehr weh getan. Weil da glaube ich, muss ich die ganze Münchner Sangha mal fragen, was wollen wir? Ja. Warum sitzen wir denn da herin? Wenn von, was der Henker, 200 Leuten keine 10 zusammenkommen, um sich auf ihren Arsch zu hocken. Ja. Und jeder, der irgendeine Ausrede gehabt hat, sollte sich mal genau überlegen, stimmt die Ausrede? Und ihr könnt es vielleicht jetzt im Moment erwarnen, wie stinkig ich bin. Ja. Und ich habe mich echt gefragt, kehre ich da rein? Oder nicht? Das war's. Ich merke, in mir ist ein Riesenschmerz. Es ist nach wie vor so, dass das, was ich gestern gesagt habe, so dieses Entdecken von da ist ein Teil in mir, der ist okay. Und von da aus muss ich gehen, dass das da ist und dass das was ist, wo ich mir inzwischen auch ganz sicher bin, weil das andere zu versuchen, diese Teile, die nicht okay sind, wegzukriegen, habe ich so lange probiert und es hat nicht funktioniert. Und was aber jetzt immer wieder und ganz heftig passiert ist, dass ich von außen so stark erlebe, dass ich versuche, aus dem zu gehen, was okay ist und mir so ganz heftig gespiegelt wird, was alles nicht an mir okay ist. Und das ist so wie immer wieder Finger in eine Wunde stecken, die ich gerade versuche, einfach auch ein Stück in Ruhe zu lassen, heilen zu. Was war denn heute nicht okay mit dir? Na, ich habe halt gemerkt, mich hat dieses gestern zur Party kommen echt Überwindung gekostet. Und es war eine Situation, wo ich normalerweise von vornherein gar nicht hingegangen wäre, um mich keiner Konfrontation stellen zu müssen. Und dann war es aber so aus dem, auch jeweils jetzt gucken, was stimmt, habe ich gemerkt, nein, ich mag da hingehen und ich mag mit denen essen und ich mag gucken, wie lange es für mich passt und dann mag ich auch gehen können. Und ich mag einfach nicht tanzen und mich zieht es da momentan auch nicht. Also ich habe nicht so das Gefühl, das ist ein Punkt,
wo ich jetzt als nächstes gucken will, dass ich da drüber komme, weil es so viele andere gibt, die so viel dringender sind, wo ich erstmal gehen mag. Und dann immer wieder mich zu rechtfertigen oder auch immer wieder... Stopp. Jetzt kommen wir mal auf den... Ja, und heute... Ja, pass auf. Du bist vollkommen okay, ob du tanzen willst oder nicht tanzen willst. Aber auch die anderen sind okay. Auch in ihrem dich stupsen. Stupsen packe ich gerade nicht. Also es war heute Morgen an dem Punkt, dass ich... Nee, aber du bist so sehr okay, dass du keine Quarantäne brauchst. Also ich war heute Morgen an dem Punkt, dass ich mir das ganze Sitzen über und auch die ganze Zeit bis zum Satsang überlegt habe, mein Zeug zusammenzupacken, zu gehen und nie mehr wiederzukommen. Und ich merke, in der Heftigkeit hatte ich das noch nie und in der Existenz. Langsam, Anna. Und ich merke einfach, es tut nur weh und ich weiß und ich mag die Menschen hier und deshalb ist auch der Schmerz so da und ich weiß auch, dass ich ohne Menschen auch nicht weiterkomme, aber ich sehe da mal. Du hast eine ganz eigene Art, vorwärts zu schreiten, die ich schon so über die Jahre kenne und die vollkommen in Ordnung ist. Da kannst du bitte dich nach andere Richtung, nee, so ja, so ist fein. Deine Art zu gehen ist absolut du und ist vollkommen okay. Und ich schätze ungemein einfach dein Gehen und ich sehe auch, wie du vorwärts kommst damit. Ja? Und zu deiner Art zu gehen gehört so ein Ding, du machst einen Schritt und dann passiert ist es sehr oft so, dass du dann erstmal dich wieder ganz zurückziehst und eigentlich in was sehr Kindliches gehst. Was dem Schritt, den du eben gemacht hast, gar nicht entspricht. Und das passiert gerade, aber das ist nicht weiter schlimm, das, so gehst du halt. Und du bleibst ja auch nie lang dabei. Ja, da ist irgendwie so wie, jetzt habe ich ja einen Schritt gemacht und jetzt müsst ihr aber oder ich oder um wen es gerade geht oder jemand, der dich anspricht oder so, aber akzeptieren, dass mir jetzt ein bisschen Sorgsamkeit oder ja, ein bisschen Kindlichkeit zusteht. So geht's mir einfach da. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die Menschen um dich rum sind alle ungemein liebevoll. Sind manchmal auch ruppig, aber liebevoll ruppig. Und die nehmen dich wahr als ein Wesen im Wachstum, so wie sie sich selbst auch wahrnehmen. Aber sie nehmen dich nicht wahr als so klein und schutzbedürftig. Und das finde ich super, weil genau das lässt dich wachsen. Weil du bist nicht klein und schutzbedürftig. Und wenn du angesprochen wirst, ich war ja daneben gestanden, deshalb, Mensch, was müssen wir für Musik machen, dass du tanzt? Oder ich habe nur gesagt, tanzt du in Schottland auch nicht? Also ich war ja mitbeteiligt. Dann ist das einfach nur ein, ey, wir wollen mit dir spielen. Das ist nichts, das ist kein Angriff. Und ich ehre dich so sehr,
dass ich dir sage, du brauchst keine spezielle Schutzzone. Es braucht kein spezielles Buchreservat. Sondern du bist fähig, in menschlicher Gemeinschaft und Beziehung zu sein, so wie Mensch ist und so wie du bist. Und zwar genau aus dem raus, was du gestern gesagt hast, aus dieser Okayness. Und was ich sehr bewundere an dir immer wieder, ist wirklich dein Trotzdem. Also diese Lektion hast du sehr, da bist du wirklich erste Sahne. Und auch dieses Trotzdem, das kommt genau aus deiner Buddha-Natur. Also wenn du heute fast nicht kommen wärst und jetzt bist du trotzdem da. Und das war schon so oft. Und das berührt mich total. Und da sehe ich dich auch, da, das ist deine Kraft. Also du bist wirklich eine meiner besten Schülerinnen, was das trotzdem angeht. Und das sehe ich und ehre ich und schätze ich ungemein. Ja, später noch mal melden, wenn du noch was sagen willst. Hm? Also ich würde einfach nur mal sagen, ich mag dich total gern und ich bin der Erste gewesen, den du abgewiesen hast, der mit dir tanzen wollte. Und das
hätte überhaupt keine Auswirkungen auf das gehabt, dass ich die mag. Und du hättest es überhaupt nicht nötig gehabt, dass du so umfangreich rechtfertigst, dass du nicht tanzen willst mit mir.